Heute geht es um Musik im weitesten Sinne und es ist der MusikautorInnenpreis. Der erste Preis, der gegendert wird, vielleicht? Also mit Gendern können Sie mich jagen. Ne? Das ist wie ein Holperer und komischerweise kommt diese ganze militante Überwachung von Leuten, die weder Dramaturgen, noch Schauspieler, noch Regisseure, noch Sprachwissenschaftler sind. Es kommt von einer diffusen Masse, die meint, all jenen etwas mitteilen zu müssen, die eigentlich das Wort wie ein Handwerk mit einer Passion ein Leben lang studiert haben. Also niemand, der vom Theater Qualität hat, ist auf dieser Seite. Es ist immer ein Holperer, ein Stolperer. Es stört den Rhythmus, den Sprachfluss. Und wissen Sie, so blöd können die Leute doch nicht sein, dass sie gar nicht wissen, wer gemeint ist. Ne? Aber es geht natürlich um Musik. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben? Ja, ich bitte Sie, ich bin die letzte lebende Diseuse. Ich verkörpere die Chansons der 20er Jahre in meinen Soloshows. Ich trete mit meinem Programm in ganz Deutschland auf. Und da weiß ich durch dieses Repertoire Marlene Dietrich, Friedrich Holländer, natürlich, wie das Wort zu Kabinettstückchen geformt werden kann, um Gefühle zu transportieren. Und man muss ein Künstler sein, um den Worten eine Seele einzuhauchen. Also man kann sich damit ein Leben lang befassen und ich gelte ja als die spitzeste Zunge der Nation und man kennt mich ja dadurch, dass ich mit meiner Eloquenz schon viele Schlachten wie mit dem Florett gefochten habe und ich denke, deshalb hat man mich heute als Laudatorin engagiert. Sie sehen fantastisch aus. Vielen Dank. Haben Sie ein Geheimnis? Sie meinen jetzt wofür? Ja, seelisch aufgeräumt sein, ehrlich bleiben, nicht lügen und in innerer Balance und Harmonie sein. Wissen Sie, ich bin eine Künstlerin. Die Liebe meines Publikums, meine Arbeit auf der Bühne, die trägt mich. Und wenn man dadurch ausgefüllt ist, also da gibt es keine Creme, die das kopieren könnte. Das sage ich Ihnen, die Creme möchte ich sehen. Also ob es La Prairie ist oder sonst irgendwas, erreichen Sie nichts mit. Hier in der eigenen Brust sitzt der Quell der Jugend.